freuen uns nämlich wahnsinnig, dass Christoph Maria Herbst bei uns noch hinter den Kulissen ist, schon verkabelt und sehr gut aussehend. Hier ist es aber zu kalt. Komm, lass uns mal reingehen. Hier ist es echt ein bisschen bibber-bibber, ja. Christoph Maria Herbst hat wieder einen fantastischen Kinofilm am Start. Ein Fest fürs Leben. Und weil wir so begeistert sind, wollen wir mehr wissen über diesen Mann. Und deswegen stellen wir dir 27 Fragen und du kriegst eine kleine Überraschung. Ich freue mich fast. Du bist mit zwei Schwestern groß geworden. Woher weißt du das? Geteilt, habe ich gelesen. Okay, da muss es stimmen. Hast du dir ein Zimmer geteilt mit denen? Um Gottes Willen, die leben ja noch. Also es hätte, glaube ich, Mord und Totschlag gegeben. Die hatten eins und ich hatte zwei. Worum gab es am meisten Zoff? Zoff? Ja, zwischen euch? Ich wollte deren Klamotten immer tragen. Da zeigte sich dann anscheinend schon, dass ich eine Tendenz zur Schauspielerei habe. Und die Maria in meinem Vornamen hat sich da, glaube ich, auch schon so ein bisschen angebahnt. Wurde der kleine Christoph auch Christoph Maria genannt im Kindergarten? Nein, im Kindergarten war ich nie. Und als Kind war es mir natürlich eher peinlich. Und ich habe die Maria erst dazu genommen, als ich Schauspieler wurde. Also so ein bisschen wichtig klingen. Ja, nee, weil ich fand Christoph Herbst, das klingt so konsonantisch. So, du hast einen ganzen Mund voll Spucke. Und Maria macht es ein bisschen weicher. Was wärst du geworden, wenn du nicht Schauspieler geworden wärst? Das ist ja nur mein Brotberuf, mein Ausbildungsberuf ist ja der des Bankkaufmanns. Also ich wäre dann Bankkaufmann geworden oder katholischer Priester. Das mit den Frauenkleidern zusammen lassen wir einfach mal so stehen. In welchem Hollywood-Super-Blockbuster hättest du gerne die Hauptrolle gespielt? Ja. Pretty Woman oder Rambo? Du meinst, ob ich die Rolle von Julia Roberts gerne gespielt hätte? Du kannst antworten, also was du willst. Ich hätte die Die-Hard-Serie, die Die-Hard-Reihe, hätte ich gerne statt Bruce Willis übernommen. Bruce Willis, haben wir gerade eben erfahren, ist ja sehr krank. Geht dir sowas nah, wenn du solche Promi-Geschichten über andere hörst? Total. Er hat ja diese Aphasie. Aber ja, diese Krankheiten machen natürlich für Prominenten auch nicht halt. Ne? Bist du ein ängstlicher Mensch, was Krankheiten angeht? Was Krankheiten angeht, ja. Ich bin kein Hypochonder. Ich gehe auch jetzt nicht einmal die Woche zu Check-ups. Nein, bin ich nicht. Morgens Müsli oder Brötchen? Ich frühstücke nicht. Also Kaffee. Ich habe aber gerade erfahren, dass du nicht mehr vegan bist. Zumindest nicht mehr komplett. Also was isst du überhaupt, wenn du nicht frühstückst? Alles eigentlich. Ja? Also Crossover. Ich höre mal so ein bisschen in mich rein, was ich brauche, worauf ich Bock habe. Und dann verbiete ich mir auch nichts. Ja, wobei, im Moment hast du mir gerade gesagt, bist du am Fasten. Was war das Letzte, was du gegessen hast? Das war vor 5 Wochen. Ich faste seit 5 Wochen. Was das Letzte war, das ich gegessen habe? Ja. Kann ich denn ernst sein? Satt gegessen. Satt gegessen, das war Spaghetti mit Linsenbolognese. Oh, das könnte ich jetzt auch essen. Mit ganz viel Knoblauch und Chili, ganz wichtig. Ich hörte, dass Herr Herbst sehr gerne viel Wasser trinkt. Still, Medium oder Sprudel? Still. Dann kriegst du jetzt was. Wahnsinn. So, in eurem Film, ein Fest für das Leben, geht es um eine Hochzeit und die Hochzeitsplanung. Er ist nämlich Dieter, der Hochzeitsplaner, der ein wenig überfordert ist. Es ist ein wirklich wahnsinnig lustiger Film. Ich durfte ihn schon gucken und habe große Freude daran gehabt. Und mich erinnert, dass ich ja auch weiß, dass dieser Mann seit über 10 Jahren verheiratet ist. Habt ihr richtig geplant? War das so eine fette Party mit Wedding Planner? Nee, Gottes Willen. Wir wollten das, was du gerade über den Film erzählst, nicht im echten Leben erleben und haben das sehr klein und sehr privat gehalten. Gab es einen Hochzeitstanz? Ja, klar. Zu welchem Lied? Es war ein Blues. Und warst, das Lied, du gut, Christoph? Warst du gut? Hallo, natürlich. Das war das ist dieses. Herr Herbst ist ein Romantiker. Ja, aber ja? Nur beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Was war denn das Romantischste, was du bis jetzt gemacht hast? Das Romantischste? Du unterstellst mir, dass ich überhaupt romantisch sein kann. Das finde ich lieb. Das Romantischste war vielleicht, dass ich mir meine Frau einmal einfach geschnappt habe, sie gezwungen habe, alles stehen und liegen zu lassen. Und sie wusste überhaupt nicht, wie geschieht. Und ich habe sie ins Auto gepackt und bin mit ihr auf einen bestimmten Hügel gefahren bei uns im Rheinland, weil ich wusste, dort gibt es den geilsten Sonnenuntergang ever. Und
diese Ecke war ihr gar nicht bekannt. Und dann saßen wir da und haben diesen Sonnenuntergang genossen. Oh, leidest du darunter, dass sich Menschen gar nicht vorstellen können, dass du auch so eine sanfte Seele und ein Romantiker sein kannst? Ich bin froh, dass ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, mit diesem Image mal aufzuräumen, dass das so sei. Und ich bin sehr froh, dass ich diejenige bin, die das rausgearbeitet hat. Das möchte ich auch gerne noch mal an der Stelle sagen. Wir sind so ein bisschen so eine laufende Therapiegruppe gerade. Das ist der ganze Morgen, spielt sich schon so ab. Hier, guck mal, ist übrigens Lukas Haunerland, kennst du? Ja. Ist ja unser Musiker, der hat leider heute einen freien Tag, sonst hätte ich dich auch gerne gefragt. Was hast du eher geschwänzt früher? Musik oder Sport? Mathe. Ja, alle wollten immer Mathe schwänzen. Wer hat dir denn im Leben die wichtigsten oder einen wichtigen Beziehungstipp gegeben? Mama? Ja, nämlich? Wie lautet der? Es ist zu lange her, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ansonsten bin ich ziemlich tippfrei durchs Leben gegangen, weil ich auch irgendwann feststellte, ein Tipp kommt immer von jemandem, der das natürlich subjektiv angereichert hat. Das muss unter Umständen mit dem anderen, also mit mir, gar nichts zu tun haben. Und ich bin bisher durch meine Beziehung damit ganz gut durchgemarschiert. Und könntest du uns einen Beziehungstipp geben? Uns allen, die dir jetzt gerade zuhören? Beziehungstipp, ja. Oder für eine wie führt man denn so eine lange, erfolgreiche Beziehung? Liebe soll helfen, habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann glaube ich, alle Spielarten der Liebe, also Respekt, Achtung, Augenhöhe und Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist sehr wichtig. Das können die Männer, glaube ich, eher so ein bisschen schlecht. Ich weiß von vielen Freundinnen, dass die wahnsinnig werden in Bezug auf ihren eigenen Mann oder Freund. Der sagt, der redet nicht mit mir, der kriegt den Mund einfach nicht auf. Und Humor. Humor ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und Schnittmengen. Ist deine Frau allerdings auch mal so, du hast alles, was du sagst, ist total wahr. Und wie schön, wenn man in einer Beziehung toll kommunizieren kann. Ich glaube, dann kann man wirklich alle Probleme lösen. Aber ist deiner Frau manchmal genau dein Humor, den wir natürlich nur aus Kinofilmen kennen, aber sagt die manchmal, nee, Christoph Maria, jetzt ist aber auch mal Woher weißt du, dass sie mich Maria nennt? Christoph. Nee, die Gysi ist jemand, der dann noch eine Schippe drauf macht. Ach, ja, wir steigern uns dann. Das kriegt dann immer so eine herrliche Klimax. Dein Film, Ein Fest fürs Leben, kommt nächste Woche Donnerstag ins Kino. Gestern war die Berlin-Premiere. Bist du noch aufgeregt, bevor du deinen Film zum ersten Mal siehst, ob du den überhaupt gut findest? Total. Also den dann live mit echten Menschen zu gucken und nicht von einem ausgewählten Publikum bei einem Testscreening, das ist schon mal ein großer, großer Unterschied. Die Weltpremiere war ja letzte Woche in Köln. Deshalb bin ich mit der größtmöglichen Gelassenheit gestern in die Berlin-Premiere gegangen. Und das war einfach nur ein Fest zu gucken. Welches war der letzte Kinofilm, den du angeschaut hast? Barbieheimer. Ich habe es vermutet, Barbie, haben so viele geguckt. Guck mal, 27 Fragen erfolgreich beantwortet, Christoph Maria Herbst. Sehr, sehr schön. Deswegen kriegst du eine kleine Überraschung, die ist hier drin. Soll ich sie jetzt aufmachen? Du darfst sie aufmachen, ja. Wie liebevoll verpackt. Mhm. Von unserem Bühnenkollegen Axel, vorbereitet gestern von Gino. Liebe Grüße. Axel, Gino, ich danke euch. Ja. Wie süß ist das denn? Herbstaufstrich. Mhm. Soll ein bisschen schmecken wie Kürbismarmelade, habe ich mir gesagt. Und die Früchte des Herbstes, ja. Nämlich Kastanien. Wie nett, da freue ich mich darauf, wenn meine Fastenzeit beendet ist, im Dezember nächsten Jahres. Da freue ich mich für dich mit. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.